Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute werde ich noch ein paar Themen ansprechen, was hauptsächlich die ganzen Veränderungen um YouTube Deutschland betrifft. Dann kann ich einfach schon mal anfangen. Zuerst sage ich einfach mal kurz was zum Gameplay. Das habe ich mir erzeugt. Ich habe ein bisschen Bad Wars auf Gomedy.net gespielt. Das ist eine 8x1 Camping, war das, glaube ich. Und fangen wir mit dem ersten Stichpunkt an, nämlich wie weit Leute gehen müssen, um Klicks zu bekommen. Und es ist einfach nur krank. Zum Beispiel dieser ganze Hype um Katja Krasavitsch Nacktvideo oder sonstiges. Katja macht dadurch Klicks, indem sie dafür richtig Promo macht etc. Und es machen noch andere YouTuber, die sich darüber aufregen oder gerne auch News-YouTuber oder sonstiges. Die regen sich darüber einfach unnötig auf. Man versucht einfach, Klicks zu generieren. Das ist der Hauptpunkt in YouTube, habe ich das Gefühl hier. Und wenn man mal bedenkt, Katja bringt dieses Video raus. Ich habe ein Nacktvideo verlost an so einen Typen, blabliblub. So, da kommen so zwei Hurensöhne, aka Quantum und sein Bruder, und machen darüber ein Video. Ich habe ein Nacktvideo, ich gebe dir, wenn du abonnierst. Also, wie klickgeil muss man sein? In seinem Video sagt er, Katja ist so klickgeil und so. Und er hat drei Videos darüber gemacht, dass sie so klickgeil sei, dass er das Video hätte, dass irgendwas Neues aufgetaucht ist. Was alles gar nicht stimmt. Und ich weiß nicht, warum Leute so weit gehen, um einfach nur Klicks zu generieren. Genauso ist es mit dem Upright Bomben-Prank. Das war einfach nur, na gut, das war dumm von ihm, dass er das hochgeladen hat nach dem Vorfall in Frankreich. Ich glaube, es war Nizza damals, wo der LKW da in diese Menschenmenge hereingerast ist. Und ja, war jetzt nicht unbedingt der beste Moment, um vielleicht so einen Prank hochzuladen. Ja gut, das hätte er vielleicht mal anders regeln können, aber vorgestern, ist mir egal. KuchenTV und KS Freak. Auf dem Video des 2016 hat KS Freak seinen 1 Million Song performt mit Krappi und der ganzen Gang zusammen. Dann hat KuchenTV und der liebe Darkies World sind dann in einem Einhornkostüm auf die Bühne gerannt. Er hat sich das Mikro geschnappt, also KuchenTV hat geschrien, abonniert KuchenTV, und dann haben sie sich gegenseitig Doggystyle genommen. Darauf hat KS Freak gesagt, so ein Hurensohn im Livestream. Und vor mindestens 4000 Zuschauern. Im Livestream waren so 6000 Zuschauer und vor Ort waren so 4000, die auch großteilig unter 18 waren. Und ich verstehe einfach nicht, wie weit eine Person gehen muss, damit, wahrscheinlich war es einfach nur eine Überreaktion, weil alle so angespannt waren, weil KS Freak hat halt auch so ein Video darüber gemacht, dass er mega angespannt war und dass es sein erster Auftritt war. Und den dann halt zu zerstören, ist jetzt nicht unbedingt das Beste gewesen vielleicht. Danach wollten die das ja auch noch mal klären und so. Und dann wurde irgendwie KS Freak richtig aggressiv, hat dem KuchenTV seine Kamera weggenommen, anschließend die auch wiedergegeben, wollte auf sie losgehen etc. Die Karte von KuchenTV einfach geklaut. Und ich weiß nicht, er geht einfach Diebstahl? Einfach so, einfach aus Bock, weil er gerade aggro ist. Digga, was? Ohne Witz, was ist da los? Genauso geht mir halt dieser ganze Bullshit auf den Sack, den Leute einfach hochladen, wie zum Beispiel UpRed, so Security Prank und Prank und Prank und Prank und Prank und Prank, 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 Prank. Das machen einfach zu viele Leute. Pranks. Es ist irgendwann einfach langweilig auch. Ich weiß nicht, Pranks geben Klicks, Leute machen Pranks. So läuft es am Ende theoretisch, oder? Liken das Video vom Prank und sie symbolisieren damit, dass sie noch mehr Content wollen. Ja, und es wird halt immer skurriler und kranker, einfach diese ganzen Pranks. Zum Beispiel, ich habe mir einige Pranks angeguckt, die meisten sind wirklich einfach fake. Prank Bros, genau, Prank Bros hießen die. Dass sie irgendwie fake wären oder sonstiges. Ich halte mich da raus. Bevor ich es selbst nicht weiß, kann ich da auch nichts eindeutig dazu sagen. Ich fand die Pranks relativ witzig. Ah gut, man geht halt irgendwann zu weit. Viagra-Prank. Ich klebe meinen Freund an die Toilettenschüssel dran, Prank. Mausefallen Prank. Ich weiß echt nicht, was mit den Leuten los ist teilweise. Die versuchen einfach Klicks, Klicks, Klicks. Es geht einfach niemanden mehr um was anderes. Das ist echt traurig. Und genau diese Leute, die von diesem ganzen Hype die meisten Klicks gainen, sind diese ganzen News-YouTuber. Und gut, Leute, ich glaube, ich habe das jetzt alles relativ gut unterbracht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einfach eine kleine Bewertung da. Heute mal mit Facecam.
Wenn ihr mehr Videos mit Facecam sehen wollt, dann lasst doch eine kleine frische Bewertung da. Wenn ihr sie für das nicht mehr verpassen habt, lasst aber da, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ciao.